Why is he here? What? Stand back. Let me handle this. Ja, hi, willkommen, mein Name ist DanielWLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. Ja, wir sind nochmal vor dem Bosskampf vom letzten Part und ich will mal nach gut, um zu gucken, ob das irgendeinen Einfluss hat. That's a good point. Wait, but that means we won't be able to get to Kanan. Yeah. You say, Kanan? Tell me where you heard that name. Oh, wir kriegen wieder aufs Maul. Vor allem, wie er einfach so mal wegkickt, ey. Ah, ja. What is this? Ah! Tut er sich einfach da hin teleportieren. Erst mal auf abzuwehren. Danke. Zack und zack. Wer du wärst, du weichst einfach wieder, aua, den ganzen Angriffen aus. Also den ganzen Angriffen meine ich Dingens hier. Oh Gott. Den ganzen Angriffen meine ich den ganzen verbundenen Arzt. Du einfach so mitten in der Animation ausweichst. Das ist nämlich nicht witzig. Aua. Hilfe. Hilfe. Jude. Vor allem, warum... Na, jetzt habe ich Juke, Alter. Okay, bin ich blöd. Jude. Jude. Aua. Er mit seinem verkackten Konter, Mann. Warte, er hat ein Overlimit. Jude. Boah, wie lange brauche ich denn, um Objekt wieder zu nutzen? So, der weicht dann einfach aus. Vor allem, er haut uns ja während unserer verkackten Animation. Gibt's doch nicht. Aua. Hey, gut gemacht. Ich darf mich gar nicht so oft angreifen, ne? Und seinen verdammten Ausrufezeichen. Jude, ich bin damit dir verbunden. Warum hast du mir nicht aufgeholfen? Doch nicht. Ich war nicht mit dir verbunden. Mein Gott. Jedes Mal kommt er mit seinen scheiß Konter. Ja, auf damit, Mann. Jude, hilf mir mal, ich bin wieder am Sterben, mal wieder. So, jetzt muss ich mich noch mal ein. Ich habe so viel TP, ne? So. Na komm her, treffen wir den. Nö. Oh nein, wir sind am Bluten. Er ist echt Blut, ne? Da sind also Bluttropfen. Aua. Gibt's doch nicht, ey. Nee, irgendwie nicht. Nein. Also was? Zusammenhandeln lieber. Wow, das bringt's ja voll. So habe ich das nicht schon vorher gemacht, ey. Oha. Kann ich auch. Oh nein. Renn weg, renn weg. Jude, Jude. Wie viel hast du noch? Oh, 645, leck mich. Jude, was machst du da?
Lass dich voll aufs Maul geben. So, zack, komm her. Jawohl. Er war mein Bruder, ey. Tomatenomelette haben wir auch noch bekommen. Donnergrollen aber gelernt, gut. Mein Gott, der hat schon in sich, der Typ. What happened? That creature hurt my employees like this. You, hurry and finish him off. Wenn ich irre, ich töte nicht meinen Bruder, ey. What are you waiting for? You'd spare this monster's life? I know you have a kind heart. That's right. Okay. Bad news. The brakes have been sabotaged. Okay, das war's mit Kapitel 1. Die Weichen werden gestellt. Kein Plan, was da abgegangen ist, aber wir werden es ja wohl herausfinden irgendwann. Our top story. Terrorists hijacked a train meant for today's festivities and crashed it into the Oscorp plant. The number of casualties is still unknown at present. Authorities suspect the attack was an assassination attempt. Conducted by members of Exodus, the terrorist organization that opposes peace with Risa Maxia. Gewonnener Titel, Witzbold, gewonnener Titel, Träger des dunklen Speers. Ja, supi. Eieiei. Ich will mal direkt was gucken. Okay. Jude ist irgendwie noch bei uns? Ja, wir haben das Ding jetzt hier gelernt. Wir wollen jetzt Zeit des Integration und Vitalität haben. Ne, okay. KP gewinnen und Intelligenz möchte ich nicht. Okay, ich bin leicht verwirrt. Haben wir einen Speer bekommen? Nein, okay. Bin jetzt hier irgendwo gelandet mit... Ach, die ist auch da, okay. Gott sei Dank. Aber Jude scheint nicht hier zu sein. Mein Gott, da war ein Kampf. Willkommen. Kennen wir dich? Irgendwie nicht, ne? They're calling it an assassination attempt. Nasty business. Du bist ein Mann? Ja, wo sind wir hier? You're in Duval. I found you all lying on the side of the tracks. The hospitals were overflowing with injured. Full as they were, I had little choice but to carry you here for treatment. Kapitel 2. Neue Freunde, neue Schulden.
Mr. Riddell, how are Luger and Elle coming along? Oh, you're awake. Any aches or pains? The treatment worked without a hitch. For both of them, I might add. Wow, Spurious's medical agents really are tip-top. I'm flattered by the compliment, truly. But our medical spirits are simply superior to your spirit arts, that's all. Leia? No. No, don't worry. I'm fine. I'd better take this. What? Hab ich da im Hintergrund richtig gesehen? What are you? Hey, that's my pocket watch. Give it back. Alles in Ordnung, keine Verletzung, ja. I think I'm okay. Hey, joinkt einfach. Give it back to me, you dirty crook. Come on, give it back already. Sorry to interrupt all the excitement, but the bill for your medical treatment comes to 15 million gold. Bitte was? Oh, it might sound excessive, but can you really put a price on saving? So viel Geld habe ich noch nicht mal im ersten Teil gemacht. I don't have any money at all. With the proper work ethic, that Gesicht, Greece, anyone can make money if they try, even you. Being a child is hardly a valid excuse. Whoa, don't tell me you're resorting to literal strong-arm tactics now. Really, Luger, you'll need to behave better if you plan to fit in around here. Excuse me, I'm looking for Mr. Riddell. Ah, perfect timing, Miss Nova. This woman works for the Island Bank. Luger? Wurde nicht getötet? Is this loan for you? Wurde nicht getötet? Ja, ne? What are you talking about? In any case, we're talking about a small fortune. Naja, die wurde ein bisschen vom Schwert durchbohrt. Consider your options. Na, warte. Der kriegt eins aufs Maul. Na, warte mal. Ist das Elvin? Auf einer Plakate? Da, da ist auch eins. Will ich mir nur ein oder ist das Elvin? Na, ah, die sieht man ja so schlecht. Ich will doch nicht. Hier sieht aus wie Elvin irgendwie auf den Plakaten da. Und okay. Na gut. Sag mir, wo du eins aufs Maul bekommen willst. Das war überhaupt eine neue Frage. Na gut, ich unterschreibe den Vertrag, ja. You've made a wise decision. Are you sure? Nö. Sorry about that. The call ran long. Hey, what are you doing? Oh, he's just taking out a little loan to cover his medical obligations. Bitte sag mir, du warst erfolgreich. Did anyone tell you what'll happen if you sign that? Basically, you'll be tracked via GHS. They'll be monitoring your finances around the clock. You won't be able to buy a stick of gum without them knowing. A lot of debtors can't manage their money. Lots of them squander the cash they should be using to pay us back. Those deadbeats waste their money and their lives. But Luger here isn't a deadbeat, is he? That doesn't... Or maybe you're saying you'd like to cover his bill. That's... Na toll, was habe ich da schon wieder unterschrieben? Das darf einfach nicht wahr sein. But haven't you sunk every last gold into your spyrite research? Hold on, Luger. There's gotta be another way. Well, you could always try mooching off of a family member. A solidly employed older brother, for example.
Ja, das ist Elvin im Hintergrund, oder? Da bilde ich mir halt nur ein. Pleasure doing business with you. I will transfer the amount of 20 million gold into Mr. Rideau's account. Hey, wait! I forgot to include your veterinary fees. My apologies for the oversight. Willst du mich eigentlich verarschen? Ich weiß auch nicht mal, wie die Katze da hingekommen ist. Ja, so fühle ich mich auch. Luger, please don't look so glum. It's my job to help you pay off your loan. That means we're partners now. Er erlangt Vertrag, ja, super. Kann ich den zerreißen oder anzünden? Ja, so, 20 Millionen, ganz so viel habe ich noch nicht mal in allen Tales of Spielen, die ich je gespielt habe, bekommen, ey. Nora Brandy, Brandy aus Duval. Warum finde ich überall Schnaps? Was soll er? Ja, prüfen. Mischgummi, okay. So, Duval. Ach du. Ja. Ja. Okay. Wir sind immer noch in Olympios, ne? Ja, okay. Im ersten Teil hat man nur eine Stadt irgendwie gesehen. Ich dachte schon, als aus wie eingefrorenes Wasser. Hä? Jetzt sieht man schon ein bisschen mehr. Ich glaube, das Spiel ist hier die meiste Zeit nur in Dingens, ne? War eine Zwiebel? Ja, wir können nur Rezepte kaufen, also fertige. Okay. Ei, ei, ei. Der Jude noch nicht mal Geld hat, ey. Der ist doch jetzt ein erfolgreicher Professor Doktor. Hallo. Gasthaus. Obwohl wegen Skits. Okay, da gehen schon mal 300 Gold hin. Sorry, I left you holding the bag on that loan. So Jude, you're broke too, huh? I've been researching ways to replace the current Spirits. I got stumped and the bills piled up. What'll you do now? Head to Canaan. I have to go there. You could come with me. Where? Canaan. It's a place spoken of in fairy tales and ancient spirit legends. You say the spirit that reigns over the cycle of reincarnation dwells there. It's a place full of magic, and it can grant any wish that you make. No, it's true. Daddy told me so. How come you don't believe me? Perhaps Canaan is more than just a mere fairy tale. According to legends I've encountered, the sage Kresnik traveled to the land of Canaan, wielding the lance. Irgendwie Kresnik. You've got the lance. If the lance really exists, maybe Canaan does as well. But what in the world was that? El, how do we get to Canaan? I don't know. My daddy just told me to get on the train, so I did. Lost little girl. I feel bad for her. Warum willst du nach Canaan? Because I promised my daddy that I would. And a promise is a promise, right? Anyway, that creepy guy with the glasses sounded like he knew something about Canaan. Julius. Kresnik. Luger, was that really your older brother? Ja, das kann nicht Julius gewesen sein, ja. Okay, then who was that creepy guy, huh?
given the circumstances, let's look for the real Julius. Yeah? Have you tried calling his GHS? I'm sorry. The GHS you are trying to reach is currently unavailable. Please try again. Verdammt. Don't look so glum. Maybe he left a message for you back at home. You're gonna come with us to Canaan, aren't you? I am something of a do-gooder. Yeah. He says you don't smell like one. Well, thank you. Hey, aren't you gonna tell me the kitty's name? All right, first things first. Let's catch a train back to Triglav. Another train? Okay, Apfelgummi. Schuldentilgung. When I came to, Doe had already finished treating us. I trusted him because he said he worked for Spurious. I had no idea he would be like that. This is my treasure, but we could sell it. What is it? This. If you sell it, we can pay our debts. It's lovely, but it's just a seashell. It isn't worth anything. It took me a whole day to find it. Ja, vielleicht. Ne? Nova ist ein altes Freund, sie wird schon regeln. You think that Nova woman will help? She was just a classmate, right? It's not like you two are dating. Not here, and my ears are burning up. Sugar, were you talking about me? Oh, she knew. Maybe she is close with Luger. Anyway, just calling a chat. You know, just a personal phone call. I hadn't seen you in forever, and we didn't even get a chance to catch up, you know? I know things back there got a wee bit awkward, but it was really great to see you again. Don't be a stranger, all right? Toodles! Er hat irgendwie gar nichts gesagt. Also, so wie immer. That was weird, though. She was on that train with us, and yet, just now, she acted like that didn't even happen. Vielleicht ist es ja nie passiert. Man weiß es jetzt noch nicht. So, von da kamen wir, dann gehen wir auf den Bus. Kupfererz. Ich hier noch alles Mögliche finden, aber so Material scheint es wieder zu geben. So. So, was haben wir hier alles? Ich bin fast blank. Also anstatt hier direkt die Schulden abzubezahlen, tue ich direkt hier was in Waffen und so reinballern. Kommt sogar Abwehr dadurch. 239 Zwillingsschwerter, ja. Nehmen wir das und geben das Lotka. Scheint aber die Läden nicht mehr aufleveln zu können. Ja, was soll's hier? Jude. Nimm du auch mal direkt. Kommst auch noch Verteidigung und so weiter, alles drum und dran. Also ja. Rüstungsladen. Ja, kann ich mir nichts leisten. Was bist du denn? Das ist ein rotes Smiley. Ressourcenratgeber. Willkommen. Hier sind einige Materialien, die ihr in den Gegend von Dual finden könnt. In der Alleshöhenstraße erhaltet ihr Dinge wie Landkrabben und fossilierte Muscheln. Okay. Hi. Also glaubst du, dass das Kämpfen jetzt raus? Im Kampf ist es wichtig, die Grundlagen zu meistern. Und dazu muss man seine Kenntnisse gelegentlich ein wenig auffrischen. Okay. Wie den Abschnitt du überholen möchtest. Ach so. Vielleicht das Tutorial wieder aufrufen, nehme ich mal an. So. Oh, Entschuldigung. Wo gehen wir als nächstes hin? Da müssen wir hin. Da ist die alles zu in Straße. Also prüfen. Eisensand. Frage ist, wofür ich das gebrauchen kann. Aber in dem Part werden wir sowieso jetzt nichts mehr machen, ne? Ich nehme an, raus kann ich auch nicht, ne? Nehmen wir den Zug zurück nach Triglav. Okay, damit hat sich das schon mal erledigt.
Aber sonst ist ja, was hier oben denn? Nix. Okay. Ja, dann würde ich sagen, das war's dann für diese Folge. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xillia 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.